In der Dermenova wurde kürzlich zur Pressekonferenz geladen. Inhalt der Pressekonferenz war der 38. Volzberger ABÜ-Sparkassen-Rattag, welcher am kommenden Sonntag stattfindet. Wir laden gerne zum Pressefrühstück ein. Ja, ABÜ ist eine tolle Organisation und der Radfahrtag ist wirklich nur zum Empfehlen. Wir sind ja jedes Jahr mit Kurgästen live dabei. Ich hoffe auch heuer, dass mehr Thermenstammgäste noch mitfahren. Also immer so eine Runde um 20, 30 Personen. Und ich muss sagen, immer ein sehr lustiger und amüsanter Tag. Auch Radfahren, Sport, ich sage immer, soll man verbinden. Auch mit Gemütlichkeit, mit Unterhaltung. Und da gibt es auch heuer ADM-Spiel. Also der macht ja auch tolle Musik in Volzberg und es wird sicher wieder ein schöner Tag werden. Der ABÜ-Radtag, zweifellos ein Radtag, an dem es sich lohnt, teilzunehmen. Einer der Gründe ist, weil dieser Radtag sicherlich ein besonderes Erlebnis für jeden darstellt. Es ist also nicht ein normaler Familienradtag, es ist also ein bisschen mehr, ist durch die Streckenauswahl, durch verschiedene Umstände. Es ist ein Radtag, ein Erlebnis für alle Teilnehmer. Einer der Veranstaltungspunkte, die sehr, sehr gelobt wird, ist zum Beispiel die Strecke, wo man zuerst mit dem Rad fährt und dann zurück mit dem Bus. Das ist, kommt sehr gut an. Die GKB ist uns da entgegengekommen. Da fahren immer um die 100 fahren also diesen mit dem Bus und dann mit dem Rad zurück. Aber nicht nur Organisator Ludwig Leth setzt sich für den Radtag ein. Auch die heimische Politik unterstützt das sportliche Großevent. Erstens, weil ich freiwillig mitfinanzieren darf und zweitens, weil auch die Location eine tolle ist, Dermenova. Und drittens, weil ich das erste Mal in Volzberg dabei sein darf bei diesem Radmarathon. Der mich kennt, der weiß, dass ich über die Grenzen hinaus sehr wohl denke. Da sind natürlich mehrere Funktionen. Bin ich nicht nur als Bürgermeister hier, sondern auch als ABÜ-Funktionär selbst. Und wenn eine gute Sache ist, so wie das vom ABÜ Volzberg veranstaltet wird, dann sollte man einfach dabei sein. Vor allem ist es ja auch eines, das ist für die Gesundheit sehr wichtig. Familien können unterwegs sein und das ist eine toll aufgezogene Veranstaltung und da kann man nur gratulieren. 5 verschiedene Strecken stehen den Radfahrern beim Volzberger ABÜ Sparkassenradtag zur Verfügung. Aber am besten vorbeischauen und mitmachen.